Mass Effect 2. Ich würde gerne mit Ihnen reden, Commander. Ja, danke. Das hatte ich gerade vor. Wir sprechen mit Thane und holen uns noch eine weitere Aufgabe ab. Soweit ich mich erinnere, haben wir nämlich das mit ihm noch nicht über eine Aufgabe gesprochen. Glaube ich. Hoffe ich. Ich muss mal kurz was nachschauen. Nicht, dass das jetzt irgendwie... dass er jetzt irgendwie einen komischen Spielstand geladen hat. 15:46, 18.06., 6.07. Schnellspeichern, so, ja. 18.06. müsste der letzte Spielstand gewesen sein. Und ich wüsste nicht, was er da sonst geladen haben soll. Genau, dann passt das. Ich war nur gerade ein bisschen verwirrt, weil ich dachte, wir hätten schon mit ihm gesprochen. Haben wir vielleicht auch, aber bevor die Aufgabe getriggert wurde. Hallo. Shepard. Ich hörte, Sie wollen mich sprechen. Ja, und jetzt, wo Sie hier sind, ist es noch schwieriger, darüber zu reden. Schön, dass immer alle so über ihre Gefühle sprechen können. Fühlen Sie sich krank? Ich kann den Arzt holen. Nein, nein. Obwohl es vermutlich auch damit zusammenhängt. Meine Sterblichkeit lässt mich über vieles intensiv nachdenken. Ich hatte mal eine Familie. Ich habe immer noch einen Sohn. Sein Name ist Colliard. Ich habe ihn sehr lange nicht gesehen. Mhm. Okay. Ist Ihnen etwas zugestoßen? Ich habe sie im Stich gelassen. Nicht einfach so. Ganz undramatisch. Ich habe mich nicht mitten in der Nacht fortgeschlichen. Es gab auch keinen abschließenden Streit oder knallende Türen. Ich habe nur meinen Job gemacht. Ich habe überall in der Galaxie gejagt und getötet. Auf Geschäftsreise hat meine Frau den Leuten erzählt. Ich war immer auf Geschäftsreise. Ja, okay. Wann hatten Sie zum letzten Mal Kontakt? Vor 10 Jahren. Er hat mir gezeigt, was er in der Schule so macht und gefragt, ob wir wie die Bekloppten miteinander tanzen. Das haben wir oft gemacht, als er noch jünger war. Das kann man sich bei dieser Person irgendwie kaum vorstellen, dass sie wie ein Bekloppter mit ihrem Sohn tanzt. Was ist das für ein Tanz? Es ist... Ich überprüfe meine Extranet-Kontakte. Ich erwarte ein Update über mein nächstes Ziel. Die Konsole spielt Musik. Alt. Außer Mode. Colliard kommt ins Zimmer gesprungen. Hallo Vater. Er läuft im Kreis. Ich hebe ihn hoch, werfe ihn in die Luft, er kreischt und lacht. Dreh mich! Die Konsole piept. Ich setze ihn ab, klicke auf die Nachricht. Vater, bettelt er. Zieht an meinem Ärmel. Ich muss das lesen, sage ich. Ich sehe ihn nicht an. Ja, so ist das, wenn man viel zu tun hat. Mit Menschen töten. Sie haben das noch nie zuvor erwähnt. Warum jetzt? Als meine Frau ihren Körper verließ, habe ich mich um die Sache gekümmert. Ich habe Colliard in der Obhut seiner Onkel und Tanten zurückgelassen. Ich habe ihn seither weder gesehen noch mit ihm gesprochen. Ich muss mal ganz kurz ein bisschen lauter machen. Ich muss mich sonst so anstrengen, dazu zu hören. So, jetzt ist es besser. Nachdem wir jetzt darüber reden, muss er wohl Kontakt mit Ihnen aufgenommen haben. Nein, hat er nicht. Aber in meinem Zustand... Ich habe über mein Leben nachgedacht, gegeneinander aufgewogen, was ich hinzugefügt und was ich weggenommen habe. Ich habe meine Kontakte benutzt, um Colliard aufzuspüren. Er wurde losgelöst. Er tut, was sein Körper will. Okay, was soll das bedeuten? Das werden Sie mir erklären müssen. Losgelöst. Der Körper ist nicht unser wahres Ich. Das ist die Seele. Körper und Seele bilden in einer vollständigen Person eine Einheit. Wenn die Seele durch Verzweiflung oder Angst geschwächt ist, oder wenn der Körper krank oder verletzt ist, dann ist das Individuum losgelöst. Nicht mehr vollständig. Okay.
Und was? Also er ist wohl krank oder verletzt? Nee. Oder er hat irgendwas anderes. Also steht da ja Verzweiflung oder Angst. Was stimmt nicht mit ihm? Ist er verletzt? Es ist etwas geschehen, das nicht hätte passieren dürfen. Er weiß, wo ich gewesen bin, was ich getan habe. Oh. Ich kenne seine Gründe nicht, aber er ist zur Citadel gereist. Er hat einen Job als Auftragsmörder angenommen. Ich möchte ihn mit ihrer Hilfe aufhalten. Er ist... Das ist kein Weg, den er beschreiten sollte. Das ist jetzt... Mann... Das ist immer so schwierig, weil er hat es ja nun selbst auch getan und er kann jetzt nicht hingehen und Moralapostel spielen, weil er selbst ja sein Geld damit verdient hat. Wird auf jeden Fall eine sehr interessante Unterhaltung werden. Freue mich auf den Auftrag. Man heuert für einen Auftragsmord keinen blutigen Anfänger an. Ich fürchte, jemand ist wegen des Namens aufmerksam geworden. Und denkt nun, wir hätten auch die gleichen Fähigkeiten. Ich weiß nicht, warum er den Auftrag annehmen sollte. Naja, habe ich jetzt auch als erstes gedacht, weil sein Vater das tut und er sozusagen so eine Art Vorbild für ihn ist. Vielleicht um ihm näher zu sein? Dieser Gedanke macht mir mehr zu schaffen als alle anderen. Ja, irgendwie schon näher sein, im Töten näher sein. Vielleicht hat er auf sie verwiesen, um den Job zu kriegen. Möglich wär's, aber ich glaube es nicht. Etwas stimmt daran nicht. Mein Name... Er sollte ihn nicht respektieren. Das ist aber wiederum auch schwierig. Man kann ja seinem Kind nicht verbieten, einen als Vorbild zu nehmen. Naja, ich habe mich übrigens hier total verknotet mit den Kabeln und bin gerade ein bisschen verzweifelt, weil ich die nicht wieder lose kriege und es nervt mich. Moment kurz. Ich muss mal meinen Kopfhörer absetzen. So ist ein bisschen besser. Ich habe halt seit kurzem wieder ein Kabel-Headset und das macht mich wahnsinnig. So, weiter geht's. Warum ich... Thane, ich habe weder Ihre Kontakte noch Ihre Fähigkeiten beim Verfolgen von Spuren. Wozu brauchen Sie meine Hilfe? Ich brauche Ihre Hilfe nicht. Ich hätte sie nur gern. Als ich meinen Sohn das letzte Mal gesehen habe, sie haben ihre Leiche in Meeresranken eingewickelt und mit Steinen beschwert. Er will sich von mir losreißen. Ruft nach ihr. Die Hanar lassen sie von der Plattform schweben. Sie singen wie ein Glockenspiel. Das Feuer ist erloschen, um neu entfacht zu werden. Er fleht sie an, sie nicht mitzunehmen. Sie lassen ihre Leiche ins Wasser gleiten. Er schlägt mich. Lass das nicht zu. Halte sie auf. Warum warst du nicht? Es regnet. Auf KJ regnet es immer. Warmes Wasser läuft sein Gesicht hinab. Ich finde diese Rückblicke, die er da hat, ziemlich anschaulich. Das ist sehr schön gemacht. Ich wollte nicht, dass Sie das nochmal durchleben. Ein perfektes Gedächtnis ist manchmal eine gewaltige Bürde. Warum ist er zur Citadel gegangen? Vor Jahren habe ich mal ein Paket für ihn gemacht. Als Erinnerung an mein verfuschtes Leben. Ich habe es einer Volusbank zur Aufbewahrung gegeben. Es sollte nach meinem Tod zugestellt werden. Er hatte schon bekommen, ich weiß nicht genau wie. Zu der Zeit, als seine Mutter starb, hatte ich auf der Citadel einen Job zu erledigen. Vielleicht ist er deshalb dorthin. Das ist natürlich Mist. Wenn man etwas geben will, erst wenn man tot ist und es dann schon vorher. Na, das ist ein bisschen schlimmer, als wenn man ein Weihnachtsgeschenk früher aufmacht. Ich bringe uns so bald wie möglich zur Citadel. Danke, Shepard. Ich werde meditieren, bis Sie mich brauchen. Okay. Neuer Teamauftrag. Und wir haben so viele inzwischen davon, dass ich überhaupt nicht weiß, welchen wir zuerst machen sollen. Jetzt dürften wir auch langsam alle beisammen haben. Hoffe ich. So, haben wir Post bekommen. Erstmal gucken, ob wir Post bekommen haben. Keine Post. Mein Schwein ruft mich an. So, welche Quest machen wir jetzt? Wir könnten jetzt theoretisch direkt die Thane-Sache machen, weil das jetzt so toll noch im Gedächtnis ist, worum es geht. Die Feuergänger-Sache.
ab. Ich weiß ja nicht. Hier wäre übrigens das Massenportal. Und hier ist dann auch der Ort, wo wir tatsächlich Sprit für brauchen. So, und hier brauchen wir wieder keinen Sprit. Also sobald wir uns in einem Sonnensystem befinden, brauchen wir keinen Sprit. Wenn wir uns zwischen Sonnensystemen befinden, dann schon. Ich überlege, machen wir das Projekt Feuergänger? Komm, dann machen wir das jetzt. Dann haben wir es geschafft und wissen wir auch, worum es da geht. Das bin ich natürlich unnötig. Treibstoffreserven bei 50%. Ja, ich hoffe, das wird nicht zum Problem. Was passiert eigentlich, wenn man out of Treibstoff ist und mitten irgendwo in den Sternen kreist? Anomalie geortet. So, was haben wir denn hier? Seona verfügt über eine dünne Atmosphäre aus Schwefeldioxid und Trioxid, entstanden durch vulkanischen Gasausstoß. Es gibt Spuren von Wasserdampf in der Atmosphäre, aber die Anzahl der Partikel ist in den letzten 500 Jahren um 4% zurückgegangen. Nicht bewohnbar, aber es gibt Unmengen von Bakterien, die sich von Schwefel ernähren, bla bla bla. Scanner starten. Ich hatte jetzt gehofft, dass wir hier landen können. Okay. Sonde unterwegs. Da ist etwas auf unseren Sensoren. Anomalie geortet. Scans haben das Erkundungsfahrzeug Hammer sowie aktive Datenspeicher geordnet, die möglicherweise Informationen über den Verbleib von Dr. Case an Dr. O'Loy enthalten. Und Dr. O'Loy enthalten. Okay. Wollen wir doch mal gucken. Wir sollen ja einen verloren gegangenen Menschen wiederfinden. Wen nehmen wir denn mal mit? Miranda und Tali. Das Frauenduo. Schmettern. Moment mal, wieso kann Shepard jetzt Biotik? Interessant. Na gut, warum nicht? So, Tali hat 4 Punkte. Sie kriegt die Kampfdrohne upgegradet und da dürfen wir uns jetzt was aussuchen. Explosive Drohne oder Angriffsdrohne. Was ist denn jetzt der Unterschied? Zerstört wird, explodiert sie und die dabei freigesetzte Impulsenergie fügt allen Feinden beträchtlichen Schaden zu. Elektroschock. Ich glaube, wir nehmen das. Okay. Miranda hat 2 Punkte und da müssen wir noch ein bisschen sparen. Okay. Okay, wir schauen mal kurz, worum es eigentlich geht im Auftrag. Projekt Feuergänger. Das Projekt Feuergänger von Cerberus berichtet, dass ein Forschungsschiff in der Nähe des Planeten Seona verschwunden ist. Das Schiff hatte Wissenschaftler und den Prototypen eines Fahrzeugs zur Planetenerkundung an Bord. Cerberus möchte, dass das Fahrzeug wiederbeschafft wird und alle Hinweise auf den Verbleib der Wissenschaftler gemeldet werden. Okay. Klingt ja jetzt erstmal nicht ganz... Okay. Prachtcomputersteuerung. Umgehen. Ups. Bestätige. So. Das sieht gut aus. Schaffen wir. Ist das das Fahrzeug? Das Hammerfahrzeug? Nee, das ist ein Flugzeug. Primärsysteme online. Willkommen im Internet.
Infanteriekampffahrzeug M44 Hammer. Hier spricht Ihre Bord-VI. Cool, wir haben ein neues Fahrzeug bekommen. Gucken wir doch mal. Müssen wir hier rein? Missionsziele geortet. Achtung, Zielsuchraketensystem aktiv. Okay, also wir haben auch einen Raketenstart mit Shift. Also hier geht's nicht weiter. Ihr lieben Leute, wo muss ich denn lang? Ach so, ich muss einfach nur... Verstehe. Ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Im Inneren des Fahrzeugs gilt ständiges Rauchverbot. Okay. Wo geht's denn weiter? Ach so, wir können auch hochfliegen. Das wird ja nicht so toll erklärt. Da oben müssen wir irgendwie hinkommen. Na super. Ich habe keine Ahnung, wie man nach oben fliegt. So auf jeden Fall schon mal nicht. Shift funktioniert nicht. E funktioniert nicht. Ah, es ist Shift tatsächlich. Es ist Shift. Ich hatte die Leertaste gedrückt. Okay. Man muss dann so mal immer so ein bisschen gegensteuern, wenn man auf diese Dinger stößt. Der Weg ist jetzt frei. Empfehle konventionelle Waffen, um den Weg freizuräumen. Okay. Jo. Coole Sache das. Und jetzt hier runter, oder was? Nicht raus, nicht raus, nicht raus. Hier bestimmt weiter. Ich wusste gar nicht, dass man in Mass Effect 2 auch so ein cooles Fahrzeug wie den Marco hat. Das hier ist ja fast noch cooler. Sind wir jetzt im Kreis gefahren? Wir haben jetzt die Hälfte der Forschung erhalten. Wir können anscheinend hier hoch. Aber wir können nur ein Stück weit nach oben fliegen. Also das ist jetzt kein richtiges Fliegen. Okay, wie komme ich denn da jetzt hoch? Das wird bestimmt nichts. Nein. Okay, wir müssen irgendwie anders da hochkommen. Das fühlt sich ja fast schon an wie so ein Action-Adventure hier. Wow. Okay. Ah, verstehe. Hui. Wow. Okay, das wusste ich nicht, dass das geht. Oh Gott. Okay, Vorsicht jetzt. Nicht runterschubsen lassen.